Schön. Jetzt hat der Kollege Jörg Wunderlich für die Fraktion Die Linke das Wort. Versuche mich anzuhalten. Gut. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Zeit für mehr. Zum Reden hätte ich gern mehr Zeit. Die allgemeinen Zeitprobleme hat die Kollegin Möhring ja schon hier erörtert. Aufgrund der mir zur Verfügung stehenden Redezeit möchte ich mich nur auf den ersten Punkt im Antrag der Grünen darauf eingehen. Sie fordern, dass der Anspruch auf Kinderzeit plus, so nennen Sie es jetzt, auf 24 Monate erhöht wird, pro Elternteil 8 Monate und 8 Monate, die die Eltern untereinander aufsplitten können. Alleinerziehende sollen die vollen 24 Monate in Anspruch nehmen können. Schonraum im ersten Lebensjahr soll erhalten bleiben, sodass Eltern im ersten Lebensjahr den vollständigen Ausstieg aus dem Berufsleben nutzen können. Kinderzeit plus kann genommen werden, wenn der vorherige Stellenumfang um mindestens 20% reduziert wird und dabei noch mindestens die Hälfte der tariflichen oder branchenüblichen Wochenarbeitszeit umfasst. Und letztlich soll die Kinderzeit plus unterbrochen werden können und bis zum 14. Lebensjahr zur Strafmündigkeit des Kindes verlängert werden können. Das klingt alles ganz toll, wenn man sich die Überschrift betrachtet, Zeit für mehr, damit Arbeit gut ins Leben passt. Ja, schöne Forderungen, welche die Linke bereits 2009 erhoben hat. Wir wollten seinerzeit 12 Monate pro Elternteil und die vollen 24 Monate für Alleinerziehende. Kein Stress, erstmal zuhören. Diese Zeit sollte auch aufgesplittet werden können bis zum 7. Lebensjahr des Kindes, damit Eltern die Möglichkeit eröffnet wird, auch während der Einschulungsphase Elternzeit nehmen zu können. Und wissen Sie noch, was Sie dazu gesagt haben? Frau Hasselmann ist vorhin leider gegangen. Die hat wahrscheinlich geahnt, was jetzt kommt. Denn Frau Hasselmann hat damals Ausweis des Sitzungsprotokolls vom 5.3.2009 gesagt, ich zitiere, Zitat Anfang, Jörn Wunderlich, wir sollten uns einmal anschauen, welche Auswirkungen Ihre Vorschläge voraussichtlich auf die Erwerbstätigkeit von Frauen und die Einstellungspraxis der Betriebe haben werden. Mit Ihren Forderungen geben Sie in Ihrem Antrag definitiv keine Antwort auf die anstehenden Herausforderungen bei der Zeitsouveränität von Frauen und Männern. Ihre Vorschläge werden negative Auswirkungen auf die Einstellung von Frauen in der Praxis haben. Das kann man nicht wegdiskutieren. Zitat Ende. Und alle Fraktionen im Bundestag, auch die Grünen, haben damals gegen den Antrag der Linken gestimmt. Jetzt, 7 Jahre später, kommen Sie mit nahezu gleichen Forderungen, wollen allerdings die Elternzeit nicht nur bis zum 7., so wie wir damals, sondern sogar bis zum 14. Lebensjahr ausdehnen. Was ist denn da mit den negativen Auswirkungen, die man nach Ihrer Meinung ja nicht wegdiskutieren kann? Aber nicht aufregen, wenn ihr euch selbst konterkariert, hat sich ja inzwischen einiges getan. So können Eltern inzwischen zwischen Elterngeld und Elterngeld plus entscheiden. Auszeiten können bis 24 Monate lang zum 8. Geburtstag des Kindes genommen werden, wobei der Arbeitgeber nicht mehr zustimmen muss. Elternzeit muss nur innerhalb bestimmter Frist beim Arbeitgeber angemeldet werden. Und die Elternzeit kann in 3 Zeitabschnitten pro Elternteil geteilt werden. So haben Eltern schon jetzt die Möglichkeit, ihr Kind auch zu einem späteren Zeitpunkt, etwa bei Eintritt in die Schule, intensiver zu begleiten. Sie wollen diesbezüglich offenbar mit Ihrem Antrag bestehende Regelungen umbenennen, vom 8. Lebensjahr bis zum 14. ausdehnen und haben Ihre nicht wegzudiskutierenden Bedenken einfach beiseite geschoben. Oder anders ausgedrückt, Sie haben es auch endlich begriffen, wenn auch als die Letzten hier im Saal. Die seit Jahren bestehenden diesbezüglichen Forderungen meiner Fraktion sind inzwischen nahezu vollständig umgesetzt. Links wirkt eben. Es dauert ein bisschen, aber es wirkt. Doch, das ist so. Und Sie hätten einfach mal in die alten Protokolle schauen und den Webauftritt des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum Thema Elterngeld plus beachten müssen, dann hätten auch Sie Zeit für mehr. Und mit den anderen Punkten des Antrags werde ich mich in den abschließenden Beratungen nach der Sommerpause beschäftigen. Da freue ich mich auch schon drauf. Vielen Dank. Dankeschön. Jetzt spricht die